Moin und willkommen zu Crusader Kings 3. Wir starten in ein neues Let's Play und befinden uns diesmal im finsteren Mittelalter. Hier werden wir versuchen, die eigene Dynastie aufrechtzuerhalten und durch Eroberungen, Intrigen und geschicktes Taktieren bis zum Schluss immer mächtiger und berühmter werden zu lassen. Das Ganze könnte rollenspieltechnisch durchaus als Mittelalter-Soap enden. Und ich bin gespannt, was uns und unsere Dynastie im Laufe der Zeit erwartet. So, dann wollen wir uns mal angucken, wohin es uns denn verschlagen hat. Ich habe uns einen Grafen ausgesucht. Das ist quasi der kleinste, mit dem man sich hocharbeiten kann. Ich habe gedacht, wenn schon, denn schon. Und wir befinden uns im Mittelalter im Jahre 1066. Im Heiligen Römischen Reich und hier im Herzogtum Angria und unser Land, das ist dieses hier, das ist die Grafschaft von Stade. Dazu gehören sowohl Bremen als auch Hamburg, deswegen habe ich es ausgesucht, denn wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, komme ich aus Hamburg und das ist ganz klar, als kleine Lokalpatriotin muss man natürlich dann auch mit Hamburg anfangen. Da gibt es gar keinen Weg dran vorbei und deswegen spielen wir jetzt mit diesem Herrscher. Wenn ich vorstellen dürfte, das hier ist er. Das ist Graf Adalbert von Stade, 66 Jahre alt und er ist maßvoll, gerecht und rachsüchtig. Außerdem ist er noch ein scharfsinniger Intellektueller und ein Gelehrter. So, das hört sich soweit erstmal ganz gut an, bis auf rachsüchtig. Das sehen natürlich viele nicht so gerne und wir sehen hier unten, das ist sündhaft für Katholiken. Wir sind katholisch in diesem Fall. Das ist natürlich sehr schlecht und die Meinung der Katholiken geht dadurch auch runter, minus 10 und auch weniger Frömmigkeit bekommen wir dadurch. Das ist natürlich suboptimal. Wir werden versuchen, unseren nicht vorhandenen Sohn, wir haben nämlich keine Kinder, und unsere hübschen Töchter anders zu erziehen. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik, denn wie ihr seht, wir haben noch nicht mal einen Ehepartner. Das ist schon mal das Erste, was sofort ins Auge sticht und das möchte ich auf jeden Fall gleich mal ändern. Das heißt, wir suchen Adalbert jetzt erstmal eine hübsche und anständige Frau. Und hier kommen auch schon so ein paar Vorschläge reingeflattert. Die möchte ich allerdings anders ordnen. Ich möchte nach Prestigezuwachs gehen. Wir wollen ja im Rang aufsteigen. Wir sehen hier Prestige, Ruhmstufe ist im Moment bekannt. Ja, das geht auch schlechter, aber es geht eben auch besser, wie ihr seht. Fortschritt zu hervorgetan zum Beispiel. Da brauchen wir noch eine ganze Menge mehr Prestigepunkte. Wir brauchen auch noch eine Menge Bekanntheit für die Prachtstufe. Das ist im Moment obskur, das heißt, wir sind, ja, naja, obskur halt, das ist jetzt nicht so dolle, das werden wir aber dann noch ändern im Laufe der Zeit. Okay, zurück zur Gattin, die noch nicht unsere ist, aber das werden soll. Ich guck mal, dass die auf jeden Fall fruchtbar ist. Das ist klar, wir wollen ja als erstes mal, wir brauchen unbedingt ein paar Nachfolger. Wir haben hier einen ausgewählt, das ist unser Bruder. Den gucken wir uns auch nochmal schnell an. Der hat sogar einen kleinen Sprössling, den Friedrich. Und das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, wir haben also einen Nachfolger. Aber am liebsten möchte ich natürlich mein Reich dann dem eigenen Sprössling übergeben. Und deswegen sehen wir mal zu, dass wir ja mit unserer geliebten Frau in die Federn hüpfen. So, Höchstalter, joch, also sie sollte, wie gesagt, noch fruchtbar sein. Das ist möglich in diesem Spiel für Frauen bis 45 Jahre. Das orientiert sich also wahrscheinlich relativ stark an der Wirklichkeit. Und ja, also ich meine, sie darf auch gerne ein bisschen jünger sein. Wer hat da schon was gegen? Und deswegen, ich lasse es erstmal so. Wir sehen es ja hier. Die Eulen können wir dann ja später rausschmeißen. Okay. Wir gucken uns die erste Dame gleich mal an. Die kommt aus einer achtbaren Prachtstufe aus der Dynastie Jemina.
Das gucke ich mir jetzt gar nicht weiter an. Ich gehe erstmal hier hin. Wir könnten hier ein Bündnis schließen. Allerdings, das sagt mir gar nichts. Das wird weit weg sein. Die kommen wahrscheinlich sowieso nicht angehoppelt, wenn es mal Krieg gibt und wir sie brauchen. Deswegen ist mir das Bündnis erstmal insgesamt nicht so wichtig, sondern vielleicht mehr die Ansprüche, die sie mitbringt. Offensichtlich ist sie eine Spanierin. Sie hat Ansprüche auf den Titel vom, gar nicht schlecht, Königreich von Aragon und die Grafschaft von Alto Aragon. Das wäre ja schon mal was. Wir gucken uns die hier auch nochmal an. Ist auch achtbar. Oh, und hier haben wir auch nochmal Ansprüche auf zwei Königreiche. Das ist natürlich mehr als Zukunftsmusik. Mit unseren, wie ihr hier seht, 405 Mann. Ja, da können wir vielleicht klein Posemuckel überfallen, aber bestimmt kein ganzes Königreich. Das lassen wir mal besser. Wisst ihr was? Die ist jung, die ist knackig. Was hat die denn für Eigenschaften? Ruhig ist gut, paranoid ist mittelprächtig bis nicht erwünscht und unersättlich, ja, dann ist sie halt ein bisschen möppeliger, da würde ich mal drüber weggucken. In Anbetracht der Tatsache, dass wir gerne Nachwuchs haben möchten, werden wir sie jetzt einfach mal fragen, die Holde Maid, und ja, da schicken wir einfach mal den Vorschlag ab und warten mal, ob wir da eine Zusage bekommen. So, das haben wir jetzt erstmal. Was man noch auswählen kann und auch sollte, das ist der Lebenswandel für den jeweiligen Herrscher. Und dazu kommen wir jetzt. Wir sehen hier, dass wir eine relativ hohe Bildung haben. Und deswegen und auch aufgrund der Tatsache, ich zeige es nochmal, dass wir schon Gelehrter sind, gehe ich mal davon aus, dass wir in der Bildung auch unseren Lebenswandel bereits gestartet haben. Hier kommt der Gelehrte her. Und hier sind wir kurz davor, den gesunden Körper noch zu erlangen, was gar nicht schlecht ist. Wir sind schon 66, das heißt, wir sollten alleine, um unser Kind noch als Erben einsetzen zu können, noch ein bisschen weiterleben. Das heißt, das gefällt mir ganz gut. Da werde ich auch beibleiben und wir setzen jetzt den passenden Schwerpunkt auf Medizin, damit wir lange leben. Gesundheit, kleiner Bonus, und ja, das kann uns wie gesagt mit 66 mal nicht schaden. Den wählen wir aus, damit haben wir der Pflicht auch Genüge getan. Und was wir jetzt natürlich noch machen, ist hier oben nachgucken, was wir für Vorschläge haben. Anspruch fingieren ist klar, wir müssen noch gucken um uns herum. Wir haben hier das Herzogtum Angria. Das könnten wir natürlich überfallen. Wir könnten uns hier einzelne Provinzen, wenn es denn erlaubt ist, da muss ich auch nochmal nachgucken, schnappen und sie zu unseren machen. Wir könnten natürlich aber auch in diese Gebiete hier, Dänemark werde ich jetzt wahrscheinlich nicht angreifen, die haben ein paar mehr Truppen als wir. Aber da müssen wir nochmal gucken, welche Ziele uns ins Auge stechen und dann entsprechend den Anspruch fingieren. Das kommt also später. Der Bischof mag uns nicht. Wir gucken uns bei dieser Gelegenheit unseren Rat an. Das hier ist also der Bischof, der uns nicht mag, der ist auf minus 10. Das ist gar nicht gut, den sollten wir möglichst schnell, im Übrigen auch unsere Vasallen, die zahlen sonst nämlich weniger, die sollten wir alle relativ schnell von uns überzeugen und ein bisschen gnädig stimmen. Ich fange mal bei ihm an und werde hier mal einen Komplott starten. Wir werden hier mal ihn so beeinflussen, dass er uns mag. 66% Erfolgschance haben wir und ja, die Meinung, wenn er dann erfolgreich ist, der Komplott erhöht sich dann um 25 Punkte. Das geben wir mal in Auftrag. Solche Komplotte kann man im Übrigen nur einen zur Zeit starten. Das heißt also, wenn wir den Rest hier auch noch, die beiden mögen uns, die beiden nicht, und unsere Vasallen auch von uns überzeugen wollen, dann
Ja, dann müssen wir also warten, bis der Komplott hier erstmal fertig ist und hoffentlich unser Bischof von uns überzeugt ist. So, das hätten wir auch nebenbei mal in Auftrag gegeben. Hier sehe ich auch was, was gar nicht gut ist. Besitztümer von der falschen Art, Hamburg und Bremen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Hamburg und Bremen, zuerst natürlich Richtung Hamburg. Wir sehen hier ganz klar, Hamburg ist im Moment Typ Stadt und als Graf können wir keine Stadt besitzen. Das geht nur mit Burgen. Das heißt also, das müssen wir ändern. Das Burgbesitztum ist im Moment besetzt. Das ist natürlich nicht gut. Baron Odo muss leider weichen, denn die Burg muss uns gehören, damit das Besitztum auch unser bleibt. Das ist mir natürlich bei Hamburg sehr wichtig, weil das meine persönliche Hauptstadt ist in diesem Let's Play. Und ja, deswegen werfen wir ihn kurzerhand raus. Können es aber im Moment noch nicht, weil wir ihm den Titel nicht aberkennen können. Das wiederum liegt daran, das seht ihr hier im Tooltip, ihr habt nicht mindestens begrenzte Lehnsautorität. Um das zu ändern, gehen wir ins Reich und gucken hier uns die Lehnsautorität an. Und hier haben wir begrenzte. Im Moment sind wir auf autonome Vasallen. Es lohnt sich, das aber zu ändern, denn hier seht ihr im Tooltip, Titel können aberkannt werden. Das ist natürlich eine Spitzensache. Wenn wir sauer sind, können wir also sanktionieren und ja, das mache ich ab und an ganz gerne. So, die ganzen Vorteile nehmen wir mit, Gesetz verabschieden und jetzt sollten wir ihm auch den Titel aberkennen können. Er wird sich natürlich ein bisschen sträuben, er findet das nicht so lustig, aber das ist bei Baronin nicht die Rede wert. Er sagt schon, er wird annehmen, also das heißt, er könnte eigentlich auch einen Krieg anzetteln, das heißt, bei Baronien kommt das nicht vor, aber bei Grafschaften zum Beispiel, da ist es nicht so einfach, Titel abzuerkennen. Hier können wir es aber machen und schon, ja, ist Odo Geschichte. Er sagt selber, er hat keine andere Wahl, so ist es und ja, dann können wir uns wieder Hamburg angucken. Und wir sehen hier, euer Burgbesitztum hat keinen Besitzer. Das ist gut, im Moment gehört es also uns. Wir möchten es auch nicht niederem Adel verleihen, wie hier unten steht. Das heißt, ja, dann hätten wir ihn bloß ausgetauscht, das nützt ja nichts. Wir wollen das Ganze jetzt zum Gemeindesitz machen. Gemeindesitz bedeutet, dass das Hauptbesitztum einer Grafschaft nie zerstört werden kann oder verpachtet. Das seht ihr hier im Tooltip und ja, es ist immer in dem Besitz des Herrschers. Gute Sache. Und deswegen machen wir das jetzt mal hier. So, verlegen. Das ist jetzt unser Besitztum. Ihr seht auch hier die Änderung. Jetzt könnte ich die ganze Grafschaft vergeben an irgendwen. Das wollen wir natürlich nicht, das soll meine bleiben. Und niederem Adel verleihen ist plötzlich hierher gewandert sozusagen. Das ist unser Stadtbesitztum. Das können wir als Graf nicht besitzen und deswegen werde ich das irgendeinem Haiopai einfach jetzt mal unterschieben. Das ist jetzt der Bürgermeister Steffen von Hamburg und der darf da gerne regieren, aber die Grafschaft als solche, die gehört mir. Und hier müsste auch, genau, hier müsste auch ein Tooltip jetzt Hamburg nicht mehr auftauchen. Dasselbe machen wir ganz knackig bei Bremen. Das hat als Typ Tempel. Auch da wollen wir es nicht. Wir schmeißen Baron Dedo raus. Titel aberkennen. Tut mir leid, mein Lieber. Pech gehabt an den ekelhaften Adalbert. Ja, das tut mir leid. Find mich ekelhaft, aber ich kann da auch nichts gegen machen. Es soll nicht sein. So. Und auch hier machen wir beim Burgbesitztum einmal Gemeindesitz verlegen.
So, und jetzt suchen wir uns für das Tempelbesitztum jemand anders. Das ist jetzt Bischof Otto von Bremen geworden. Und schon haben wir diese Nachricht hier, ja, zum Schweigen gebracht sozusagen. Was können wir noch tun? Krieg erklären, das werden wir sehen, wenn wir uns hier alles angeguckt haben. Mächtige Vasallen erwarten Ratsposten. Darum werden wir uns jetzt auch noch kümmern. Wir gucken mal, was wir hier für Werte haben. Erstmal fehlen jetzt hier zwei. Das ist schon mal gar nicht gut. Also die Ratsmitglieder, die sollten immer natürlich vollständig sein. Wir können den Bischof nicht austauschen. Das liegt daran, ja, dass wir es nicht können. Das steht nicht in unserer Macht. Der wird einfach automatisch ersetzt und es ist relativ Glückssache, was der, den man dann bekommt, für Werte hat. Das sieht anders aus bei den anderen Ratsmitgliedern. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Gehen wir weg hier. So. Wir gucken uns jetzt mal an. Wir brauchen jetzt jemanden mit einem guten Diplomatiewert. Der Sean Hughes sieht doch super aus. Und ich denke, mit einem Diplomatiewert von 15 ist das doch unser Mann. Den setzen wir da mal rein. Und wir gucken uns den Ratsverwalter auch nochmal an. Wir haben im Moment hier Werte, ja, 14 ist schon gar nicht schlecht. Wir haben, oh, Sean ist da aber auch gut. Aber den lassen wir auf jeden Fall als Ratskanzler. Das heißt also, der Ratsverwalter darf so weitermachen. Einen guten Marschall hätten wir auch gerne noch. Und da sieht es ja relativ mau aus. 12 geht noch. Da muss der Bürgermeister Engelbert von Zeven mal ran. Und ja, ich denke mal, beim Ratsspitzel könnten wir auch gucken. 13 Punkte sind zwar nicht die Welt, aber wir gucken mal, was wir da haben. Oh, der Arnold ist gut. Der Arnold ist gut. Das Schlechte ist, er hat keine gute Meinung von uns. Das heißt, wenn ich jetzt hier Friedrich austausche, dann bekommt Friedrich eine schlechtere Meinung von uns. Der verliert dann hier Meinungspunkte. Und ja, Arnold könnte aber durch den Einsatz eigentlich ins Plus kommen, denke ich. Ich werde ihn mal an den Hof rekrutieren. Der gehört im Moment noch nicht zu unserem Hof. Kann ich aber nicht. Ich habe nicht genug Geld. Das ist misslich. Dann sparen wir uns das für später auf. Behalten das aber im Hinterkopf. Arnold ist wirklich gut. Aber mit 13 Punkten ist Friedrich von Gusek jetzt auch nicht der Schlechteste. So. Wie ihr seht, er hat gewechselt. Das ist natürlich schlecht. Zwei Sachen auf einmal kann er nicht machen. Das heißt, wir brauchen nochmal fix einen neuen Verwalter. So, wir haben hier... Sean ist bereits Ratskanzler. Engelbert ist bereits Reichsmarschall. Das geht also auch nicht. Bürgermeister Steffen, den könnten wir noch nehmen. Der hat 13. Ja, bin ich mittelmäßig begeistert von. Allerdings, das Gute ist, ihr seht hier an dieser roten Faust, dass der auch gerne in den Rat möchte. Und weil er das im Moment noch nicht ist, deswegen ist er unglaublich schlecht gelaunt. Wie ihr hier im Tooltip seht, macht das glatte 40 Punkte aus. Und wenn wir den jetzt zuweisen, dann haben wir eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das heißt also, er kriegt bessere Laune. Wir haben einen einigermaßen vernünftigen Ratsverwalter und deswegen machen wir das auch. Plus 7 hat er jetzt, das gefällt mir auch schon mal ganz gut. Und ja, so würde ich sagen, können wir den Rat erstmal stehen lassen. Wir werden jetzt noch die Aufgaben verteilen. Was ich hier immer ganz gerne mache, das sind eher die heimischen Angelegenheiten. Denn so erhöht der Ratskanzler unter anderem auch die Vasallenmeinung. Das müssten wir sonst alles quasi mit Komplotten machen. Und er macht das so ein bisschen mit nebenbei. Das ist auch relativ effektiv. Das ist mir deswegen im Moment am liebsten. Unser Ratsverwalter kann gerne hier mal die Steuern eintreiben. Das lasse ich so. Entwicklung in der Gemeinde, ja, die können sich erstmal selber entwickeln. Das ist mir gerade nicht wichtig.
Wir möchten natürlich, dass der Ratsmarschall die Aufgebote organisiert, damit die Verstärkungsrate unter anderem auch größer wird. Deswegen lassen wir den auch so. Und ich glaube, der Ratsspitzel ist auch im Moment ganz gut bedient, wenn er eventuelle Komplotte stört. So lassen wir das. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge an, welche umliegenden Provinzen wir vielleicht angreifen können, was sich lohnt, was wir überhaupt angreifen können mit unseren guten 600 Mann. Das ist ja jetzt eigentlich auch gar nicht so wenig. Aber für heute soll es das erstmal als Einstieg gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zugucken und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis dann und tschüss!